Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Also ein bisschen Druck ist noch auf dem Kessel, aber normalerweise sollte der 1. FC Köln die Klasse halten. Da muss schon sehr viel passieren. Anstoß für den FC in der ersten Halbzeit von rechts nach links. Mit den roten Trikots. Fortuna Köln spielt in weiß. Hat Wattenscheid die Punkte bekommen, obwohl der FC das Spiel gewonnen hatte. Mann, Jumpe. Gute Flanke. Erster Abschluss. Und das erste Tor erzielt der 1. FC Köln. Das ist ja mein Auftakt. Zweite Minute. Gucken wir drauf. Die Flanke von Anjombe wird nicht wirklich angegriffen. Und dann ist es, ich meine, Joshua Schürten, der Gold richtig steht und den FC mit der ersten Offensivaktion gleich in Führung bringt. Das ist Timo Hölscher mit Angelo Langer. Der könnte jetzt mal abschließen. Mit rechts Angelo Langer, der Ausgleich. Das nenne ich mal gnadenlose Effektivität. Hüben wie drüben. Angelo Langer, der linke Verteidiger. Mit dem schwächeren rechten Fuß. Kann nicht genau sehen, ob der noch abgefälscht war. Jedenfalls sieht Julian Roloff im Tor nicht so glücklich aus. Langer. Am zweiten Pfosten ist Wilms. Das ist Batterio. Und das ist der erste Torabschluss gefühlt, der hier nicht reingeht. Und Hölscher rutscht weg und die Konterchance für die jungen Geißböcke. 2 gegen 2. Lemperle und Schmid. Lemperle ist schnell. Lemperle ist am Ball. Und scheitert. Nicht ungefährlich. Gute Einzelaktion von Downs. Guter Abschluss. Da haben wir die erste Top-Chance. Und Hölscher natürlich. Marquet geht steil. Da haben wir ihn. Batterio in die Arme von Julian Roloff. Und da sehe ich die ein oder andere Träne auch. Beim 34-Jährigen. Sein letztes Heimspiel. Über 300 Mal Regionalliga und über 200 Spiele für die zweite vom FC. Und nochmal Platz für Maximilian Schmid. Den hat man noch gar nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit Schmid. Da ist Lemperle mit dem Tor. Bei einsetzendem Regen rutscht er über den Rasen. Tim Lemperle mit dem Doppelpack. Wir gucken nochmal auf die Wiederholung. Schmid tanzt Rumpf aus, hat dann die Übersicht und Lemperle ist sträflich alleine und schiebt den Ball ins lange Eck. Nichts zu machen für André Weiß. Was ist noch im Tank bei Fortuna Köln? Jan Wellers. Am zweiten Pfosten ist Rumpf.
nicht ungefährlich. Rumpf, das könnte teuer werden. Suchanek, Kraus ist daneben. Suchanek dreht sich um die eigene Achse. Latte, da ist Kraus mit dem Tor. Und da springen sie alle auf. Die gesamte Ersatzbank. Und Thomas Kraus macht sein Abschiedstor. Was für ein Gänsehautmoment für den 36-Jährigen. Hier haben wir nochmal die Chance. Suchanek, den hält Weiß klasse an die Latte und dann schaltet Kraus am schnellsten und dann muss das Trikot direkt weg. Die gelbe Karte, die rahmt er sich sicherlich ein. Herausgeholt werden, wahrscheinlich wird es eher Kölsch als Sekt geben in der Kabine. Das war abseits und jetzt müsste auch Feierabend sein. So ist es. Der erste FC Köln 2 gewinnt mit 3:1 gegen Fortuna Köln. Unter dem Strich, ich habe es vorhin gesagt, vielleicht ein Tor zu hoch. Mit der Pointe, mit dem 3:1 von Thomas Kraus in der Schlussphase. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.